MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Man hat ja nichts gesehen. Das ist ja pervers, hä? Wow! Oh mein Gott! Wieso zur Hölle habe ich ihn nicht im Rückspiegel gesehen? Im Seitenspiegel. Wie konnte er sich so gut verstecken? Ich glaube, das war einfach der tote Winkel vom LKW. Das war aber auch hart am Limit, hey. Wahnsinn. Boah. Fast hätte das nochmal ordentlich Kohle gekostet. So, bleiben wir bei 87 km/h. Mittlerweile wissen wir, bis 90 dürfen wir rein, theoretisch. Und alles, was drüber liegt, wäre zu schnell. Macht aber nichts. Wir fahren eh zwischendurch mal zu schnell. So, da wurde gerade angezeigt, wir sind auf der A5 unterwegs. Momentan habe ich aber keinen Schimmer, in welche Richtung. Von daher tut es mir leid, falls ihr irgendwelche Statusinformationen haben wolltet von mir. Ich kann sie euch leider nicht bieten. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Richtung Frankfurt, Stuttgart, Mannheim, Nürnberg. Okay. Sind wir schon mal wieder was schlauer, ne? Zack, einmal rüber. Wir wollen ja nicht nach Frankfurt runter. Wie ist das eigentlich, den Euro Truck Simulator 2 mit Tastatur zu fahren? Also ich gehe davon aus, dass das sehr schwer ist. Achso, und Leute, nochmal für alle die Information. Alles, was meinen Computer betrifft, mein Lenkrad oder weiß Gott was, steht auf Facebook oder auf meiner Webseite. Solche Fragen werde ich einfach nicht mehr beantworten, weil sie einfach zu oft gestellt werden. Ich kann das verstehen, dass jemand sowas fragt, aber ich kann nicht verstehen, warum man nicht einfach mal die Augen in die Beschreibung wirft. Da steht alles drin. Zum Beispiel für mehr Informationen klicke hier oder weiß der Teufel, was da alles drin steht. Also, ich gucke schon, dass ihr gut informiert seid, Leute. Ihr müsst es nur lesen. Ich glaube, hier muss ich ein bisschen vom Gas runtergehen. Wir fahren schließlich Betonplatten. Schließlich so. Upp. So. Kommt da einer? Nee, ne? Nein. Ja, ist ja gut. Leipzig, München, Nürnberg. Frankfurt ist rechts. Da wollen wir gar nicht lang. Ach ja, ist das Leben schön. Momentan haben wir ja wieder wirklich diese Sommertage draußen. Temperaturen bis zu 22 Grad. Sommer, Sonne, satt. Ich habe die Sonne auch langsam satt. Ich bin ehrlich, ja. Also, wenn man morgens sich dick anzieht und dann zur Arbeit fährt und auf dem Rückweg sich in seiner dünnen Jacke so fühlt wie ein Schwein im Ofen,
dann ist es definitiv zu warm für diese Jahreszeit. Das muss man einfach so sagen, weil es einfach so ist. Gut, bis jetzt stimmen alle Ressourcen. Wir haben genug Sprit. Wir können noch weiterfahren, weil wir nicht müde sind. Alles bis jetzt im grünen Bereich. Bis jetzt, ne? Ist ja gut. Ich fahre ja schon von der Linie runter. Ich hab sie aber so gern. Oh, toll. Zack, wird sie mir geklaut. Die Linie. Da ist sie wieder. Ich find's geil, wenn man so mit 170 da drüber fährt. Da schreit sie einen an. Als ob sie sagen würde, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Aber zum Glück tut es keiner. Und, Quatsch. Zum Glück passiert das selten, dass man 170 fahren kann. Der Einzige, der das im ETS Standard schafft, ohne Mods, ohne alles, ist der Volvo. Und ich glaube, sogar mit 25 Tonnen Anhängelast schafft er es im Spiel. Aber das haben wir ja in den vergangenen Folgen oft genug ausprobiert. Na, komm. Ah, Mann. Okay, es tut sich gerade gar nichts mehr. Das war ein ordentlicher Rums, würde ich sagen. Holla. Alter. Den haben wir aber ordentlich erwischt. Wahnsinn. Es war ja jetzt lange her, dass wir keinen Unfall hatten, ne? Jetzt musste noch mal einer kommen. So gesehen sowas wie ein Mitleidsunfall oder so. Das hier ist kaputt. Hallo? Er geht nicht mehr an, er macht gar nichts. You see me rolling, they hating. Ich würde sagen, wir suchen mal spontan eine Werkstatt auf. Ich weiß nicht. Ja, wir werden dann in Frankfurt am Main landen natürlich. Fuck. Oh, das ist ein gutes Stück. Nein, wir suchen keine Werkstatt auf. Komm, die Kiste springt wieder an. Die springt wirklich an. Sachen gibt's. Ich habe hier die ganze Zeit drauf gedrückt, es passierte einfach nichts. Was natürlich sein könnte, dass das Getriebe wieder einen abbekommen hat und der 12. Gang nicht funktioniert, was nicht schlimm wäre. Weil dann hätten wir immer eine gute Beschleunigung bis 80, aber was schlimm wäre, wäre die Geräuschkulisse dafür. Von daher, mal gucken, was passiert ist. Der 12. Gang fehlt. Also wenn wir jetzt dauerhaft 80 fahren würden, würde sich das so anhören. Dafür fahre ich schneller, dann ist das Geräusch nicht so ungewohnt. Und wir müssen natürlich uns jetzt ein bisschen beeilen, weil wir müssen ja zu einer Werkstatt, ne? Weil nächste Stadt, ich weiß nicht, wo fahren wir raus. Die nächste Stadt wäre als Umweg Nürnberg.
Wir kommen aber in Linz raus. Oder sogar erst in Wien. Entweder in Linz oder in Wien kommen wir raus, ganz kurz. Weil dieser Weg wäre ein totaler Umweg. Von daher bleibt es erstmal dabei, dass wir hier die Strecke entlang fahren. Hoffen, dass der Motor uns nicht um die Ohren fliegt. So. Und machen zwischendurch einfach die Karre wieder an, falls sie ausgehen sollte. Und dann sollte das schon funktionieren. So, 20.29 Uhr, 20.30 Uhr haben wir jetzt, 8:30. Und erstmal Licht anmachen. Etwas Licht ins Dunkle bringen. Na komm, den Berg schaffen wir doch. Den schaffen wir sogar sehr gut, weil wir nicht im 12. Gang sind. Ich kann auch tun und lassen, was ich will. Das ist ja lustig. Ich habe einen Gang rausgenommen. Ich gebe immer noch Gas. Das Getriebe ist nicht kaputt. Kein Stück. Es reagiert einfach nicht mal mehr. So. Boah. Das war aber gerade ein ordentlich übles Geräusch. Das war auf jeden Fall nicht gut fürs Getriebe. Auf keinen Fall. Aber der Fehler ist weg. Also war das tatsächlich ein Bug, den ich da gefunden habe. Das ist ja lustig. Was ich übrigens mal zeigen wollte, was ich früher gerne gemacht habe im Euro Truck 1. Dazu gibt es ja auch noch die Videos. Man kann ja ganz chillig hier runterfahren. Mit Vollgas. Und dann auf der anderen Seite einfach mit erhöhter Geschwindigkeit wieder rauskommen. Das macht eigentlich tierisch viel Spaß. Cooler wäre es natürlich, wenn wir schon mit 150 reinfahren oder so. Muss ich auch noch vom Gas gehen, weil da irgendwo wieder Blitze aufgebaut sind. Na, da hinten, ich sehe sie schon, die Säcke. Das sind Pimmelchen hier. Wollen alle an unser Geld, Leute. Vater Staat will unser Geld haben. Das steht fest, das ist so und das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern. So, wir bleiben auf der Spur nach Linz. Auch wenn unser Motor langsam den Geist aufgibt, das ist mir sowas von egal. Da, man sieht wieder, er ist wieder am Abkacken. Vollgas im N. Wir beschleunigen weiterhin. Bis sich das Spiel das wieder merkt und dann wieder so ein lustiges Geräusch gibt. Wunderbar. Hier ist keiner am Weg. Dann schaffen wir das ja locker hier. Mich wundert's, dass der Wagen nicht nochmal ausgegangen ist bis jetzt. So, in 3 Stunden und 52 Minütchen müssen wir nochmal schlafen. Ich glaube, wir müssen nach 5 Stunden erst schlafen. Nein, wir schaffen in den 5 Stunden, in den 4 Stunden noch die 500 Kilometer. Ich hoffe es einfach. Weil sonst müssten wir rein theoretisch, rein rechnerisch gesehen, bevor wir ankommen, nochmal schlafen. Nein, Quatsch, wir können ja danach immer noch schneller fahren, um die anderen Kilometer nachzuholen. Von daher, einmal schlafen reicht da vollkommen aus. Jetzt ist das schon geil. Ist natürlich ganz cool ohne 12. Gang, ne? Hat was. Aber Leute, ich würde sagen, ich pausiere jetzt mal hier ganz kurz. So. Ich lasse die Kiste jetzt ausrollen, soweit wir kommen noch. Ah, das trifft sich hier gut. Na ne, ist gar kein Ausrollstreifen, ne? Ne. Gut, wir fahren noch ein Stück. Bis hier.
Ah, ja. Passt ja dann, ne? So. So, wir stehen so gut wie still. Fast. Jetzt stehen wir still. Wunderbar. So, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, Leute, bleibt wie ihr seid und tschüssikowski.